Herzlich willkommen an alle lieben Zocker und Zockerinnen zu einem weiteren GTA Online Pimp My Ride Video. Wir werden heute ein Motorrad tunen, und zwar die Princip Diabolus. Und zwar nicht nur irgendwie tunen, sondern wir werden sie bei Benny's Customs tunen. Es gibt ja zwei Motorräder, die man dort tunen kann oder gesagt auch natürlich kaufen kann. Da gehen wir erstmal kurz hin, das will ich euch erstmal zeigen, wer das vielleicht noch nicht ganz so im Kopf hat. Und zwar einmal die Pegassi FCR 1000 für 135.000 und die Princip Diabolus, die ich jetzt gerade habe, für 169.000. Tune, würde ich sagen, wird es so wie immer etwa fast kosten, und zwar um die 300.000 bis 400.000, natürlich nur die Standardsachen. Die Sachen, die jetzt, sage ich mal, bei Benny's Customs noch extra dazu kommen, da werden ja noch Kleinigkeiten kommen, die man speziell nur dort tun kann, die werden natürlich noch mal extra kosten. Und dann kostet noch mal überhaupt es natürlich eine ganze Stange Geld, das erstmal zum Custom Bike umzubauen. Da werden wir jetzt mal gucken, wie teuer das überhaupt ist, dieses Motorrad als Custom Bike umzubauen. Ach, eine Sache wollte ich euch natürlich noch zeigen. Wieso das Auto, besser gesagt, wie das Motorrad überhaupt aussehen kann, wenn es getuned ist. Das hier ist jetzt ein Tuning-Beispiel. Das hier ist ein Standard-Motorrad. Und das hier ist jetzt ein Tuning-Beispiel. Ja, weiß ich nicht. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob das besser aussieht oder das. Beides hat was. Hier ist zum Beispiel das hier unten. Sieht völlig geil aus. Aber hier ist zum Beispiel der Lenker und alles und der Sitz eigentlich völlig geil. Also, ich bin wirklich gespannt, was wie wird. Was will er hier? Er will neben mir sitzen. So, dann gehen wir mal tunen. Oh, zu weit gefahren. What am I doing for you? So, die Princip Diabolus. Erstmal reparieren. Aufrüsten Benny Original Motorworks. 232.000 kostet es, die zu einem Custom Bike umzubauen. Okay. Ich hätte fast ein bisschen mehr gedacht. Das ist ja für GTA Online noch billig. Muss ich ja ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Für GTA Online ist es billig. So. Bam. So sieht sie jetzt schon mal aus. Okay, das ist jetzt, sage ich mal, die sieht eigentlich genauso wie bei bei dem Tuning-Beispiel aus, finde ich. Die sieht genauso aus, oder? Das ist die. Die vom Tuning-Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, ob die Scheinwerfer anders aussehen beim Tuning-Beispiel, aber so vom Aussehen sieht sie extrem danach aus. Also, okay, hauen wir erstmal die Standardsachen alle rein. Bremsen, Panzerung, Motor. Motorabstimmung meine ich. 6000 nur, okay, das ist, hätte ich, ich habe so viele Motorräder noch nicht getuned, also ein paar schon, aber meiner Meinung nach waren die immer teurer. Also es erstaunt mich jetzt gerade, dass der Motor hier nur 6000 gekostet hat, das ist ja gar nichts. So, dann haben wir noch Getriebe, auch nur 10.000, also 8000 gerade mal. Hätte ich auch mehr gedacht. Turbo kostet 30.000. Okay, ist auch 20.000 billiger als sonst. So, okay. Und das haben wir alles. Ja, Bremsen hatte ich. Dann gehen wir mal auf die Karosserie. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Eigentlich müsste jetzt wirklich unser Spieler da mal runter, damit man überhaupt den Sitz richtig sieht. Man sieht so wirklich extrem wenig. So, das ist auf jeden Fall Rennsitze. Sieht eigentlich schon mal
Stück besser aus. Das ist zu abgehakt, weiß ich nicht. Kupfersitz, flacher Kupfersitz. Also es hat was, aber ich finde, das passt nicht zum Hinterrad. Aber ist natürlich wieder eine Geschmackssache. Das ist so Shopper-Style. Ne, also ich werde das hier nehmen, glaube ich. Ich weiß nur noch nicht, ob in Sekundär- oder Primärfarbe. Primärfarbe nehme ich. So ein buntes Auto will ich gar nicht haben. So, den Benzintank können wir ein bisschen ändern. Okay, der dicke Luftanlässe an der Seite. Renntank. Der sieht hier an der Seite ein bisschen anders aus. Und der sieht so aus. Also der hier, der Renntank sieht von der Seite, finde ich persönlich, besser aus. Und der Sporttank sieht dafür von vorne geil aus, so aggressiv wie zwei Augen da. Aber dafür sieht er von der Seite so komisch aus. Ist wirklich schwer gerade, muss ich wirklich sagen. Ich kann mich gerade nicht zwischen den beiden entscheiden. Aber ich glaube, ich nehme einen Renntank. Der passt einfach ein bisschen mehr zum Bild des Motorrads. How's that look? So, Scheinwerferschutz, okay. Ich muss ehrlich sagen, die sehen fast alle scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Nur das passt ein bisschen, finde ich. Aber eigentlich sieht das so fast am besten aus, bin ich ehrlich. Ah, ich glaube, ich nehme so. Kleiner Schutz muss schon sein. Ja, ist wieder Geschmack, wa? Das sieht so leer aus, aber das hier sieht so komisch aus, die Platte, muss ich ehrlich sagen. Da hätten sie irgendwas anderes machen können. Für ein Custom Bike, finde ich, sieht das schade aus. So, der Rahmen. Oh, okay. Chromrahmen. Rahmen Sekundärfarbe. Chrom. Ah, Tuningrahmen. Wo ich jetzt nicht gerade den Unterschied so krass sehe, wenn ich ehrlich wieder bin. Ja, unten, da ist so ein kleiner, sage ich mal, der Rahmen ist ein bisschen verlängert. Da ist ein so ein Ding mehr dran. Mache ich Sekundärfarbe. Frontschutzblech, okay. Also das serienmäßige Schutzblech, das sieht so, finde ich, Shopper-Style aus. Das passt irgendwie nicht, das ist zu groß. Das hier ist zu klein. Das Vulkan sieht eigentlich fast am besten aus. Oder kleines Schutzblech sieht auch nicht schlecht aus.
Naja, Heckschutzblech. Also ich finde eigentlich fast, das sieht am besten aus. Ich weiß nicht warum. Die anderen, die sind so. Das ist jetzt klein. Okay, das würde eigentlich zu dem passen, was ich jetzt gerade habe. Aber es sieht so nach gar nichts wieder aus. Deswegen finde ich, sieht das hier am besten aus. Aber es sind wieder Geschmackssache. So, das haben wir alles. Motorblock. Motorblock in Sekundärfarbe. Motorblock in Chrom. Ja, dann auf jeden Fall in Chrom. Sekundärfarbe haben wir schon da drüber, das würde, die Farben würden ineinander gehen, da würde man nichts sehen. Luftfilter, ah, da unten der Luftfilter natürlich. Der ist schon ein bisschen groß, der Luftfilter, muss man schon sagen. Oh, ich kann nicht hier rum, ich kann nur von dieser Seite den Luftfilter sehen, ist das blöd. Eigentlich kann ich gar nichts sehen. Rennfrontspoiler. Ich glaube, ich nehme den hier. Auspuff. Boah, das ist so dunkel, dass man das gar nicht sieht hier in diesem West Coast Customs. Also ich hoffe, ihr seht es besser als ich. Da müsstet ihr wahrscheinlich die Helligkeit von eurem Bildschirm kurz einstellen, heller machen. Aber ich habe das bei mir so eingestellt, dass wirklich dunkle Sachen dunkel aussehen und helle Sachen hell. Also ich finde bei mir die Abstimmung von der Helligkeit eigentlich sehr gut, wenn ich ehrlich bin. So. Entweder oval, also einmal so ein rundes Ding sozusagen. Ovaler Carbon, Doppelauspuff. Na, ich mache mal Titan, Doppelauspuff. Also ein Doppelauspuff muss auf jeden Fall, aber Titan ist einfach meistens am besten. Sieht am schicksten aus. Ach, jetzt kann ich da noch die Farbe von meinem, von meiner Geschwindigkeitsanzeige einstellen. Hätte man aber auch, wie gesagt, so ein bisschen anders denn machen können, dass man da direkt kurz raufzoomt oder so. Ich mach mal weiß. Ich finde weiß ist gut, kann man gut lesen. So, Lichter, Scheinwerfer, Xenon-Scheinwerfer, natürlich. Design haben wir. Oh, das wird jetzt interessanter. Weißer Streifen, schwarzer Streifen, blauer, gelber, grüner. Weißer Rennstreifen an der Seite. Schwarze Rennstreifen. Sieht man gerade kaum, aber das gleiche wie weiß. Rote Tribal-Muster.
Rote Tribal-Muster hört sich eigentlich cool an. Man sieht es leider nur gerade wenig, aber sieht eigentlich cool aus. Blaues Tribal-Muster, ah, das sieht man jetzt besser. Lila, gelb, grün. Klassisch rote Flammen. Aha. Eigentlich interessant für ein Motorrad. Sieht auch irgendwie hat es was. Extrem rote Flammen. Industriezahnrad. Okay. Man sieht es so schlecht. Ich muss vielleicht mal kurz erstmal versuchen, die Lackierung zu ändern, damit man es vielleicht besser erkennt. Ich mache matt, matt, ja. Yeah. So, welche Farbe wird's? Hat was, finde ich. In matt sieht es geil aus. Blattgrün, das sieht aus wie grau. Oder nehmen wir doch Metallic. Ja, bei Metallic gibt es einfach mehr Farben. Bei Matt hat man leider so wenig Auswahl. Ich verstehe nicht, warum sie nicht alle Farben auch als Matt einfach haben. Das wäre doch, glaube ich, nicht so schwer, oder? Renngelb. Diamantenblau sieht eigentlich nett aus, finde ich. Hat was. So, dann suchen wir jetzt noch eine Sekundärfarbe aus. Welches passt? Kennt ihr das, dass wenn ihr runterdrückt, dass es manchmal einfach zwei überspringt? Ich hatte das bei der PS4 genauso wie bei der PS5 jetzt gerade. Irgendwie muss das so ein GTA-Online-Fehler sein, dass man manchmal extrem vorsichtig drücken muss. Ich glaube ganz ehrlich, Metalle würde jetzt geil aussehen. Gebürstetes Gold. Ich weiß nicht, irgendwie hat es was, finde ich. Nehme ich so. Das nehme ich so, ja. So, dann probieren wir jetzt nochmal das Design. Okay, jetzt sehen wir die Zahnräder auch ein bisschen besser. Okay. Aber es sieht jetzt nicht so cool aus, muss ich ehrlich sagen. Sieht nicht scheiße aus, ist eigentlich fast das beste Design. Aber es passt irgendwie nicht so richtig, finde ich. Da sehen die Flammen alle besser aus, finde ich. Ich nehme die hier. Ich finde, das passt zu dem Farm. That's some handiwork. So, Schutz vor Diebstahl brauchen wir nicht. Lackierung haben wir. Getriebe haben wir auch. Turbo haben wir auch. Reifen, Fangtyp. Also okay, bei den Motorrädern klappt es natürlich nicht mit den Fängen, Chromfängen umsonst. Das ist leider wirklich nur bei den Autos, wo man eine größere Auswahl hat. Eisschild. Eigentlich passt es ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen zumindest. Aber man sieht teilweise, es ist wirklich zu schlecht, wie das aussieht, muss ich ehrlich sagen.
dass man nicht, wenn man die Reifen tun will, dass man nicht auf die Felgen direkt drauf gezoomt wird, ein bisschen mehr. Das finde ich wirklich schade. Sample 6. Also es sehen ja fast die Standardfelgen am besten aus, muss ich ja schon fast sagen. Die sehen eigentlich fast genauso aus. Die Speedway hier. Guck mal, das sind die Street Special. Die Standardfelgen sind die Street Special Felgen. Guck mal genau hin. Also im Großen und Ganzen, da ist wirklich nur milli, 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 mini, minimaler Unterschied. Aber im Großen und Ganzen sind das eigentlich die gleichen. Irgendwie hat das keinen Sinn so richtig, aber okay. Ich nehme Racer. Ich weiß nicht warum, irgendwie hat das was. Ich weiß nicht warum. Das sieht so. Obwohl, die sind auch cool. Ich nehme Racer jetzt. Racer, jetzt haben wir es. So, Hinterrad. Auch Racer. Dann nehmen wir natürlich den gleichen Fang und sieht es komisch aus. So, Fangfarbe. Das hier nehme ich fluoreszentes Blau. Fluoreszentes, auch ein komisches Wort. So, Reifenmuster, Tuningreifen natürlich. Wir haben ja hier einen Tuningkarre, schusssichere Reifen und der Reifenqualm. Machen wir auch blau. Wir haben ja das Diamantblau, wie es heißt, als Farbe, obwohl es ja eher so weißlich aussieht. Aber es ist Diamantblau. So, das haben wir auch. Damit haben wir das Auto voll getuned. Oh, auf wie viel war ich denn? Ich hatte 4,6 Millionen, glaube ich, war. Also habe ich eigentlich ein günstiges Fahrzeug, muss man sagen. Dafür, dass das Custom aufgetuned ist, voll. Ja. Was war denn hier im Innenraum? Achso, das haben wir ja. Also vom Aussehen hat es sich, finde ich, auf jeden Fall gelohnt, das Fahrzeug zu tunen, das Motorrad. Muss ich ja wirklich sagen. Gucken wir auch mal, wie sich das fährt, wa? Was ich allerdings finde für Motorrad, es kommt ein bisschen langsam vor. Oder? Habt ihr auch das Gefühl? Ich weiß nicht. Da war eine Laterne. Aber an sich fährt es sich eigentlich ganz gut. Also okay, ich finde die ganzen Sanchez, nein, wie heißen die? Doch, Maibatsu Sanchez ist es doch. Die Sanchez, die fahren sich natürlich alle sehr gut, die Dirtbikes sozusagen. Die Crossbikes sind es ja. Aber das fährt sich hier auch ganz gut, muss ich sagen.
Aber es kommt mir ein bisschen langsam vor. Es könnte schneller sein. Finde ich schade. So, wir werden jetzt noch zu meinem Clubhaus kurz fahren. Und dort werden wir dann nochmal einen kleinen Blick auf die Statistik werfen des Motorrads. Also ihr wisst ja, da wird ja angezeigt Geschwindigkeit, Bremsen, blablabla. Und da vergleichen wir mal das Motorrad dann noch mit den anderen Motorrädern, die ich da habe. Es sind nicht alle Motorräder aufgetunt, die ich da habe, glaube ich. Ich glaube, da sind zwei nicht aufgetunt. Aber im Großen und Ganzen sind die meisten aufgetunt und dann kann man auch wirklich gucken, welches vielleicht schneller ist. Ich will hier rein, das ist meine Werkstatt. Hallo. Hallo? Hallo? Darf ich hier rein? Ich darf da nicht rein. Was ist denn hier los? Hallo? Ich will hier rein. Okay, machen wir es anders. Können wir so rein? Jetzt. Jetzt kann ich rein. Sehr gut. So. Na? Jetzt. Mann, das war gerade ein Fehler. Habt ihr gesehen? Ich konnte nicht in die blaue Markierung fahren. So, okay. Hier haben wir jetzt die Motorräder. So, also ich glaube, die Manches ist... Ach, Manches, nicht Sanches heißt die. Manches, genau. Wusste ich doch, dass da was falsch ist. Hier diese Manches, die ist auf jeden Fall voll aufgetunt, die normale. Beschleunigung kurz vorm Ende eigentlich, fast voll. Und Tempo fehlt in etwa ein bisschen mehr als ein Strich. So, dann haben wir hier die Hakuchu. Die ist natürlich schneller und im Tempo ist die auch schneller als die Manches. Habe ich doch noch nicht alle getunt. Irgendwie war ich der Meinung, dass ich eigentlich alle getunt hatte, aber okay. Aber ist ja auch egal. Ihr seht auf jeden Fall, Beschleunigung ist komplett voll. Tempo ist in etwa wie die Manches. Aber wenn man genau hinguckt, ist die Manches ein Mini-Tick schneller. Seht ihr das? Da ist ein Mini-Strich mehr als bei der Diabolus. Muss man wirklich sagen. Also die Manches ist anscheinend schneller und das war anscheinend nicht Spinnerei, dass mir das Motorrad so langsam vorkommt. Finde ich schade, wirklich. Für so ein geiles Motorrad eigentlich, oder ich sag mal für ein Custom-Motorrad, ist das ein bisschen low. Also kann man von dem Motorrad eigentlich nur ausgehen, es lohnt sich wirklich nur zu kaufen, wenn man es vom Aussehen feiert. Von der Geschwindigkeit ist es jetzt nicht ganz so krass. Beschleunigung ist gut, volle Pulle, besser als die Manches, aber in der Endgeschwindigkeit ist die Manches ein klein Mini-Tick schneller. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, der ist hier schneller. Schade. Aber trotzdem, ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Motorrad zu tunen. Ich finde, es sieht cool aus. Ist auf jeden Fall, eine Erweiterung, eine gute Erweiterung für meinen Motorradclub hier, für die Garage. Weil das wirklich schon fast am besten aussieht, das Motorrad jetzt. Finde ich gut. Also wie gesagt, vom Aussehen, jetzt sieht man auch den Auspuff ein bisschen besser. Jetzt ist hier mal hell. Boah, wer schießt da auf mich? Mann, verpiss dich, du Idiot da. Volllappen. Ja, mach mal, was du willst. Wenn du willst, kannst du kommen. Warte, ich muss ihn kurz umbringen. Der wird mir jetzt hinterherfahren. Dann kann er kommen. Kann er kommen. Kommt er? Oder was ist los? Jetzt kommt er. Nee, er kommt nicht. Doch, er kommt. Ja, komm mal. Komm mal her. Ich schieße die Rübe weg. Oh, weg ist er. Was ist jetzt passiert?
Idiot, Alter. Also sowas mag ich ja nicht, Alter. Leute, die einfach ohne Grund auf einen schießen. So. Okay. Also wie gesagt, vom Aussehen feiere ich das Motorrad eigentlich, muss ich wirklich sagen. Okay, ich höre lieber auf, ihr seht jetzt gerade voll die Action. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, das hat euch gefallen. Wo ist denn jetzt mein Motorrad? Oh, da hinten irgendwo. Oh, voll am Arsch der Welt. Voll am Arsch der Welt. Nein, jetzt habe ich das falsche Motorrad mir geschickt. Egal. Eigentlich wollte ich nochmal mit dem anderen, mit dem Custom Bike natürlich jetzt kurz fahren. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch ein bisschen was zeigen für dieses Motorrad, ob es sich lohnt, es zu kaufen oder nicht. Also wie gesagt, ich persönlich vom Tuning, vom Aussehen hat es sich gelohnt. Es war jetzt auch nicht übertrieben teuer. Aber die Beschleunigung, besser gesagt, die Endgeschwindigkeit, die könnte wirklich besser sein. Muss ich wirklich sagen. Ansonsten eigentlich ja. Ja. Ein cooles Bike. Doch, eigentlich ist es ein cooles Bike. Boah, jetzt voll die Action. Ja, ein bisschen eher hier für. Boah, er ist ein Juggernaut, scheiße. So, okay. Also wie gesagt, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video, und ich konnte euch vielleicht bei der Kaufberatung helfen, ob es sich lohnt oder nicht. Oder besser gesagt, euch eine Entscheidung, bei der Entscheidung helfen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Zocken und würde mich natürlich über Likes, Kommentare und Abos freuen. Falls ihr irgendein spezielles Fahrzeug, ich sag mal, was ich für euch tun soll, als Video machen soll, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich versuchen, das zu tunen. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.